Reibig. War diese Schamoffensive gerade ein Signal in Richtung vielleicht September? Das war ein Signal gegenüber einem sehr verdienten Politiker, jemanden, der ein Vierteljahrhundert für Schleswig-Holstein im Bundestag gekämpft, gearbeitet, gerungen hat, im Haushaltsausschuss sich sehr fürs Land eingesetzt hat. Ich muss nicht jede seiner Positionen teilen, aber Jürgen Koppelin hat sich verdient gemacht ums Land. Und dann ist es Pflicht und Schuldigkeit, auch eines Ministerpräsidenten Danke zu sagen. Ich bin irgendwie überrascht, dass Menschen überrascht sind, dass man jemandem Danke sagt, der nicht aus derselben Partei ist. Da hätte ich ja wenig zu tun, wenn ich nur meinen Parteifreunden Danke sagen dürfte. Es gibt auch andere, die sich ums Land verdient machen. Und deswegen war ich hier und es hat mir Freude gemacht. Danke sagen ist die eine Sache. Sie haben aber auch die liberale Idee quasi ein bisschen auch, naja, noch gelobt. Es ging Deutschland am besten, als wir eine starke sozial-liberale Regierung hatten. Das war eine liberale Partei, die für diese Werte damals gestanden ist, dafür gerungen hat. Das tut die FDP auf Bundesebene nicht mehr. Sie verliert gerade ihren liberalen Kern. Und einer wie Koppelin, der steht, glaube ich, für eine Liberalität. Die streitet sich, diese Liberalität, die liegt auch durchaus mal im Konflikt zu meinen Werten, aber sie hat Werte. Das, was man in Berlin sieht, da kann man Werte nicht mehr entdecken. Von daher würde ich mich freuen, wenn es wieder eine FDP gäbe, die liberal stark ist. Mit der kann man mehr machen als mit denen, die man heute hat. Bei denen, die man heute hat, die braucht man nicht. Sie haben durchaus differenziert zwischen der Bundes-FDP und der Landes-FDP. Muss man diese Zwischentöne im Blick auf den Juni vielleicht doch ernst nehmen? Ach, Sie müssen grundsätzlich alles ernst nehmen, was ich sage. Aber da wir eine starke Landesregierung haben, mit einer souveränen Einstimmenmehrheit, die auch über die Entscheidung des Verfassungsgerichts hinaus Bestand haben wird, muss ich mir keine Gedanken machen. Ich freue mich, wenn hier und da, das passiert jetzt ja schon, auch die FDP bei uns mitstimmt, unsere Politik für richtig hält. Sie muss es ja nicht in jedem Einzelfall tun. Das müsste sie nur, wenn wir in Regierung sind. Das werden wir noch längere Zeit nicht sein.